2007 hatte in Chorweiler eine Initiative gestartet, wo es darum ging, die Künstler zusammenzuschließen oder ihnen eine Plattform zu geben, um sich zu treffen, um Ausstellungen zu organisieren. Das ging stark von Guido Mosler und Mila Mankowka aus, die ja dann auch Talente e.V. gegründet hat, mit anderen zusammen. Beteiligt war die Katholische Kirche, St. Johannes, das Bürgerzentrum in Chorweiler und LOL Mittel. Und so startete das Ganze. Es waren russische Künstler dabei, polnische und türkische und deutsche. Das wuchs heran und es waren an die 20, die sich da regelmäßig trafen, einmal im Monat, und schauten, wo können wir ausstellen. Das ist öfter hier in Chorweiler gewesen, aber es ging dann auch über die Grenzen hinaus, durchaus auch nach Köln rein. Und so hat sich das weiterentwickelt. Heute, in 2021, ist die Gruppe ein bisschen kleiner geworden. Wir sind noch 7 und fühlen uns verbunden zu Chorweiler und irgendwo auch verpflichtet, haben jetzt den Kunstmarkt jährlich stattfinden lassen zum 13. Mal. Und nehmen einfach auch diese Gelegenheit wahr, hier im Bürgercafé auszustellen. Dieses Bild hier ist von Anne Wehrheit. Die hat für sich die Malerei entdeckt als ein Ruhepol in ihrem Leben, wo sie zur Ruhe kommt. Sie wählt Motive aus der Natur, gerne Blumen, wie man sieht, und geht dann sehr differenziert und detailliert auf die Motive ein. In diesem Meer an Grün steht dann die Blüte im Kontrast, und das verschafft ihr einfach eine Zufriedenheit, und da findet sie sich wieder und das gibt ihr neue Kraft. Und so ist da drüben noch ein großes Format mit Linien. Das sind meine Bilder, Claudia Wolf-Dürr. Ich habe mit der Kunst therapeutisch gearbeitet eine ganze Weile und dann bin ich mehr in die Pädagogik und habe Kurse gegeben an Erwachsene und Kinder und habe nebenher immer versucht, das Malerische im Auge zu behalten. Und so ist mein Thema eigentlich die Verwandlung. Also ich gehe auf unterschiedlichste Motive zu und versuche die also durchaus an dem, was mich da gereizt hat, das dann zu verwandeln, so dass ich mein Eigen dazu gegeben habe. Und wie man hier sieht, ist es meist die Mischtechnik, wo ich verschiedene Farben zusammenbringe, nochmal die Oberfläche bearbeite. Es sind oft sehr viele Schichten, die da zusammenkommen und die dann ein Ganzes ergeben. In der Mitte, das ist Tal der Könige, wo mich besonders gereizt hat, dieses ganz Zurückgenommene, also eigentlich das Jenseits, was bei den Ägyptern der Vergangenheit eine große Rolle gespielt hat, und dann aber doch die Rampe, die so in das Diesseits führt und wo der Pharao dann sichtbar wurde. Eva Selwinski hat zum Thema Unterwegssein. Sie kommt ursprünglich aus Polen,
ist, hat die Heimat verlassen und war tatsächlich selber unterwegs, hat Menschen getroffen, ist oft inspiriert gewesen, hat aber eben auch diese Entwurzelung verspürt und natürlich dann auch die Sehnsucht, irgendwo anzukommen. Und dieses thematisiert sie einfach immer wieder in dem kleinen Quadrat oder auch in der Scheibe, in Metall beschichtet, etwas reliefartig, wo sie immer wieder den Einzelnen oder die Gruppe in die Komposition gibt. Sehr abstrahiert, sehr vereinfacht, aber eben ja, in unterschiedlichster Form. Andreas Mischkes Thema ist die Vergänglichkeit. Jetzt in dem Bild nicht unbedingt so sehr thematisiert, aber in vielen anderen Stillleben, die er gemacht hat. Das Besondere ist, dass er, um einen Anfang zu finden für seine Bilder, skizziert und erstmal schaut, wie er durch Überschneidung, wie er durch geometrische Körper ein Bild Ganzes, eine Räumlichkeit schafft. Und wie er dann die Motive, die einzelnen da hineinsetzt, um ein Vorne, ein Hinten, ein Mittelgrund zu schaffen, wie das hier gut sichtbar ist. In diesem Stillleben von Andreas Mischke ist dieses Tuch so unglaublich reich und in seiner Tiefe und Vordergründigkeit dargestellt und inmitten eben dieses verdorrte Leben, dieses die vertrocknete Sonnenblume und Federn und die Vergänglichkeit, die sich damit ausspricht. Hervorzuheben ist, dass er in einer Schicht arbeitet mit ganz kleinen weichen Pinseln und so von Fläche nach Fläche sich vorarbeitet. Gertrude Müller-Moers hat die Malerei zu ihrem ganz eigenen gemacht und in der Malerei spiegelt sich für sie die Zeit, immer auch die Problematik der jeweiligen Zeit, wie man hier sieht. Corona ist zum Ausdruck gekommen, sie verwendet keine Farbe, sie bleibt ganz im Weiß, als hätte die Malerei ihr die Farben genommen oder als hätte das Problematische von Corona ihr den Ausdruck genommen, den sie sonst sehr gerne in Farbe bringt. Dann geht sie weiter und verletzt auch die Oberfläche, dringt etwas in die Schicht darunter, fast einer erinnert an eine Brandwunde. Sie thematisiert in den Bildern, dass ihr durch Corona, dass sie sich beschnitten fühlt, dass sie sich irgendwo eingeengt fühlt und dass sie nicht so agieren kann, wie sie eigentlich gerne würde. Anne Rüffert hat als großes Vorbild die Natur. Sie fotografiert gerne und arbeitet auch gerne digital, entdeckt in Abläufen, in Farbübergängen, in der Tiefe der Farbigkeit entdeckt sie für sich immer wieder, hat sie den Einstieg und schafft dann für sich den Anfang und geht dann ins Bild und ist mal malerisch, mal grafisch und nimmt gerne die Erde dazu, also das Acryl mit der Erde, und geht dann auf die Fläche und schafft eine
eine Räumlichkeit. Sie ist Autodidaktin, ist auf die Malerei zu und ist da sehr aktiv, auch in Ausstellungen im In- und Ausland und entdeckt für sich da immer wieder Neues. David Binder ist ursprünglich aus Kasachstan, liebt die Farbe von hell bis dunkel, die ganze Palette und greift hier besonders stark in das Blau-Grün und schafft immer wieder ganz eigene Räumlichkeiten, wo das Gefühl, sich in der Natur ausdrückt und er da eine ganz eigene Welt schafft.